Und ich freue mich, dass wir zwei jetzt hier haben, die man vor allem in Deutschland richtig gut kennt. Simon Geschke, 6. Tour de France, ist richtig, ne Simoni? Ja. Und Nikias Arndt, 2. Tour de France. Herzlich willkommen bei Creating Memories Live. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr hier seid. 6. Tour de France, mit welchen Gefühlen gehst du in diese dreiwöchige Rundfahrt aller Rundfahrten? Ja, es ist die 6., deswegen bin ich nicht mehr ganz so aufgeregt wie vor der 1. Trotzdem, jedes Jahr haben wir verschiedene Ziele. Dieses Jahr das erste Mal, das war wirklich auf die Gesamtwertung fahren. War die letzten Jahre immer nur so ein halbes Ziel. Und dieses Jahr ist wirklich das Ziel Nummer 1. Ja. Mhm. So, das ist ein bisschen eine andere Situation jetzt. Mhm. Radsportfans, aber auch viele Menschen, die nur einmal im Jahr wirklich Radsport schauen im Fernsehen. Die wollen natürlich immer wissen, was läuft hinter den Kulissen. Was sind das für Typen, die den ganzen Tag, 3 Wochen lang in die Pedale treten und was treibt die so privat um? Von dir weiß man, Simon, du bist, kann man so sagen, ein Musikliebhaber. Andere sagen auch der Music Man des Teams. Stimmt das? Bist du da der DJ? Letztes Jahr wurde ich auserwählt von unseren sportlichen Leitern. Es gab immer so ein bisschen Streit um die Musik vorm Rennen mit Michael Matthews und mir. Mal einen Tag er, mal einen Tag ich, weil wir immer die mit dem Boxen waren. Aber du hast dich durchgesetzt jetzt für diese Tour. Im Endeffekt war es so, ja, werden wir sehen, das wird dann noch ausgefochten. Aber letztes Jahr war es so, dass wenn ich die Musik übernommen habe, haben wir eine Etappe gewonnen. Und dann... Das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Ich bin da ganz gut qualifiziert. Wenn er den Play-Button drückt, dann gewinnen die Jungs hier. Wir sprechen gleich mal über deine oder eure Lieblingsmusik und vielleicht auch das, was so gar nicht geht unter euch. Niki, 2. Tour de France in diesem Jahr. Auch du hast eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser 8-Mann-Squad. Was glaubst du, wo siehst du so deine ganz persönliche Aufgabe, wo du dem Team echt dienlich sein kannst und den Extra-Push nochmal mit reingibst? Ja, für mich wird es dieses Jahr halt extrem wichtig, die Gruppe zusammenzuhalten als Rogue Captain und auf jeden Fall halt auch wieder Michael bei den Sprints zu unterstützen, dass wir da wieder erfolgreich sein können am Ende. Mhm. Privat auch die Frage, Radsport bedeutet dir alles. Ich glaube, du guckst auch privat im Fernsehen noch jede Menge Radsport. Wir haben in Zeiten der Fußball-WM natürlich eine Riesendominanz in Sachen Ballsportarten. Aber wie ist das bei dir? Was schaust du dir noch gerne an? Fußball, Tennis habe ich auch gehört. Genau, also ich glaube, die Abwechslung macht es am Ende. Man will auch ein bisschen was anderes sehen. Ich meine, am meisten läuft Radsport, das ist kein Geheimnis. Aber während der Fußball-WM haben wir das auf jeden Fall verfolgt. Gestern saßen wir alle noch zusammen, haben das Spiel geguckt. Und von daher ist es interessant, immer mal ein bisschen was anderes zu sehen. Im Winter, Wintersport, jetzt Tennis, Fußball. Also ein bisschen Abwechslung mit Fokus immer noch auf dem Radsport. Mhm. Radsport, Tour de France in Deutschland wird wirklich umfassend übertragen im deutschen Fernsehen. Glaubst du, man muss ja mal so ehrlich sein, die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden, glaubst du, dass die Tour de France jetzt eine besondere Wertschätzung bekommt, wo wir als Fußballnation draußen sind? Ich denke, dass wir auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen können. Und klar hätte ich mir gewünscht, dass die Mannschaft noch drin bleibt und dass wir hier auch zusammen hätten, dass die Deutschen weiter verfolgen können bei der WM. Aber ich glaube schon, dass wir da eine höhere Aufmerksamkeit bekommen können. Und im letzten Jahr haben wir doch gesehen, dass ja viel übertragen wurde, viel berichtet wurde. Und wenn wir da weitermachen, dann sind wir doch da auf einem guten Weg. Ja, guter Weg ist das nächste Stichwort. Simon, auch noch mal zu dir. Lass uns gleich mal darüber sprechen, was so abläuft, wenn ihr abends im Hotel seid, wenn ihr geduscht habt. Aber wir müssen natürlich noch mal das kleine Rätsel auflösen. Was ist drauf auf deiner super Simonis Playlist? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das müsst ihr alle hören in diesem Sommer? Ja, ich habe jetzt letztes Jahr bei der Tour sehr viel Classic Rock gespielt, so ein paar Evergreens, die jeder kennt irgendwie. Ja. Genau, so ein paar Ohrwürmer, positiverweise. Im Moment höre ich eine neue Band, oder die ist relativ neu, waren jetzt Vorband von Guns N' Roses schon, Greta Van Fleet. Aha, okay. Die sind alle noch extrem jung, jünger als Niki sogar noch, 22 glaube ich, oder 21. Und klingen sehr nach Led Zeppelin, aber ja, machen super Musik. Also, und, die habe ich jetzt Tom im Trainingslager vorgespielt und ist jetzt halt
zwei Tage später kam eine Nachricht, dass jetzt auch seine neue Lieblingsband ist. Also muss man sich vielleicht merken. Greta van Fleet, Top-Favorite von Simon Geschke und Tom Dumoulin. Was geht so gar nicht, wenn er jetzt so deutschen Schlager anmacht? Wäre das für dich eher ein Motivationsfaktor oder würdest du sagen, lass mal stecken, Simon? Das wäre auf jeden Fall erstmal ein Fun-Faktor. Ich meine, damit kann man schon ein bisschen Spaß im Bus haben, aber passiert selten. Und wenn wir einen Transfer von einer Stunde haben, wird es auch ein bisschen viel werden. Von daher bin ich damit ganz zufrieden. Und wie gesagt, letztes Jahr hatten wir noch Michael Matthews am Start. Der hatte mehr so... Justin Bieber, genau. war vielleicht nicht ganz so euer Ding. Ja. Speziell, würde ich sagen. Ja, ja. Überlassen wir das Simoni und da kann man sich auf die nächsten drei Wochen freuen. Ja. Wird er schon machen. Sechste Tour de France. Du bist Familienvater. Bist du kein Familienvater. Haben wir ja wieder eine Familiensohn. Eine klassische Fehlinformation. Ich hoffe nicht. Aber das lassen wir einfach mal. Das lassen wir einfach mal so stehen. Was vermisst du am meisten während einer Tour de France? Ist das Familie? Ist das das Zuhause? Klar, das Zuhause vermisst man schon immer ein bisschen, ob man jetzt Familie hat oder nicht. Ist halt auch so ein bisschen, dieser ganze Zirkus bei der Tour ist natürlich einfach eine mentale Belastung auch, keine Privatsphäre zu haben und jeden Tag einen sehr stressigen Ablauf, körperlich und auch geistig so ein bisschen. Und diese dreiwöchigen Rennen, die sind auf jeden Fall immer lang genug. Mhm. Man merkt es dann in der dritten Woche, dass man wirklich, dass es dann auch bald mal an der Zeit ist, nach Hause zu kommen. Ja. Gibt es da so Momente, wo du vielleicht auch als Mensch ganz allein sein willst, mal während so einer dreiwöchigen Rundfahrt, wo du sagst, lasst mich jetzt mal alle, ich brauche mal hier meine halbe Stunde und setz mich irgendwo in der Ecke? Gibt es auf jeden Fall, ja. Man ist natürlich, klar, wenn die Stimmung gut ist, dann ist es einem... ist einem nicht so wichtig, dann ist man gern mit den Leuten zusammen, mit denen man die ganze Zeit zusammen ist. Aber klar, immer ein bisschen Abstand, man freut sich dann auch mal, wenn man im Zimmer mal alleine ist, wenn der Zimmerkollege gerade bei der Massage ist zum Beispiel, dass man wirklich mal kurz allein in einem Raum ist. Das passiert halt in den drei Wochen so selten und das ist halt auch so ein bisschen dieser Ausnahmezustand, den man dann hat. Ja. Niki, wie ist das bei dir? Gibt es da so Dinge in diesen drei Wochen, wo du sagst, boah, das ist jetzt für mich wirklich was ganz Schönes, was dich auch noch mal so, wie soll ich sagen, was dir gute Stimmung bereitet. Sind das die Anrufe von der Freundin beispielsweise? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man freut sich immer, wenn man außerhalb von unserer Gruppe hier noch mal irgendwie ein bisschen Input bekommt, wenn die Freundin dann anruft und man einfach noch mal eine andere Stimme hört und vielleicht auch noch mal andere Gesprächsthemen hat. Das bringt einem einfach nochmal so einen Ruhepuls oder man kann da einfach nochmal über was anderes nachdenken, weil vier Wochen sind lang und wir haben hier eine super coole Truppe zusammen, was Schönes, wo wir auch immer Spaß haben, aber es ist trotzdem immer gut, wenn man von zu Hause noch ein bisschen Input bekommt und sich trotzdem, auch wenn man hier in der Tourfamilie unterwegs ist, trotzdem auch ein bisschen Unterstützung und Zuspruch von zu Hause bekommt. Tour de France ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Landesrundfahrt, also die Königin dieser drei Landesrundfahrten. Erste Frage, bekommst du Gänsehaut bei so einer Tour? Glaubst du, dass das passiert und in welchen Momenten passiert das? Also was inspiriert dich ganz besonders? Also ich habe diese Gänsehautmomente auf jeden Fall noch, weil die Tour, die ist speziell. Also da hat man als Kind von geträumt und heute geht der Traum irgendwo in Erfüllung, das zweite Mal. Und wenn man einfach das Ganze drumherum sich anguckt, wie viel mediale Aufmerksamkeit, wie viel Presse hier ist, das ist Wahnsinn. Das sind Gänsehautmomente, wovon man geträumt hat, die jetzt wahr werden. Und spätestens, wenn wir in Paris ankommen, da ist dann wirklich Gänsehautstimmung und das genieße ich einfach. Und da werden wir einen genialen Tag zusammen haben. Und ich hoffe da einen guten Abschluss mit Gänsehautfeeling. Prima, das lassen wir so stehen und wir wünschen dir an dieser Stelle mit Creating Memories Live schon mal alles, alles Gute. Die letzten beiden Fragen gehen an dich. Simon, so eine Tour de France, die kann man natürlich nicht einfach mal so aus dem Stand fahren. Ihr wart im Höhentrainingslager auch, ich glaube, zu dritt vor kurzem nochmal. Mit wem warst du da und wie lange? Wir waren unterschiedlich lang da. Ich war mit Tom Dumoulin und Sören Andersen da.
Sören und ich, Sören ist direkt nach der Tour de Suisse dorthin. Ich war kurz noch zu Hause in Freiburg, bin Dienstagabend gekommen, also 2 Tage später. Tom war schon ein bisschen eher da, ist früher wieder weg, also es hat sich alles ein bisschen überschnitten. Aber ja, war super, war schön nochmal. Ich denke, war ein wichtiger Schritt der Vorbereitung auch. Und ja, aus sportlicher Sicht definitiv gut. Mhm. Ihr kocht da abends zusammen, ne? Müsst euch selbst versorgen. Wer kocht denn am besten von euch? Genau, wir hatten so Apartments, wo wir, ja, was auch gut war, hatten wir ein bisschen Beschäftigung noch nach dem Training. Ja, wir haben, Sören ist ein sehr guter Koch, sehr leidenschaftlich. Okay. Bei mir muss es einfach nur schnell gehen. Und wir haben mega gut, sehr gesund gegessen auf jeden Fall. Und jeder hat so ein bisschen was gemacht, weil wir halt auch so viele Leute waren. Und fördert den Gemeinschaftseffekt am Ende. Genau, ja. Cool. Da stand jeder irgendwo rum, hat geschnippelt. Und dann, Zum Schluss, Simon Geschke, der Bart. Viele sagen immer nur der Bart, der Bart, der Bart. Und dahinter ein riesen Radsportler. Einige haben ja damals gesagt, der Bart muss ab, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt gibt es wieder so gerüchteweise, der Bart wird gelb gefärbt, wenn? Ja, es war gestern meinte Edward Töns, ob ich mir den Bart abrasiere, wenn Tom gewinnen sollte. Aber das ist keine Option, dass ich mir den abrasiere. Ich habe gesagt, höchstens gelb färben für Paris. Aber bis dahin ist noch ein sehr weiter Weg. Von daher. Das gucken wir uns an. Wollen jetzt auch nicht zu viel Druck legen auf Tom. Ihr müsst erst mal starten die nächsten 3 Wochen. Und ich persönlich würde mir das wünschen, mal Simon Geschke mit dem gelben Bart zu sehen. Aber ich wünsche euch jetzt zunächst, euch allen acht, dass ihr eine super Tour de France 2018 fahrt. Alles Gute, bleibt gesund und kommt gut an in Paris. Dankeschön. Danke.